Wir sind immer noch, ich glaube, das sagen wir schon seit 1000 Folgen, in den Vorbereitungen zum Hasenfest. Und wir sind auf der Suche nach Blausaft und wissen jetzt mittlerweile, dass einer der Waldzwerge krank ist. Genau, soweit sind wir und jetzt dass schon. Nur eine gewisse Sie helfen kann. Wir wissen aber noch nicht genau, wer. Wir sprechen ihn einfach nochmal an. Wir quatschen einfach nochmal mit ihm. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Nee. Da kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. Ah ja, der weiß jetzt auch was über Uli. Ist sie die eine? Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Die Anja doch. Die kann alles, ja? Na, dann fragen wir sie doch. Na, auf geht's. Ah, mein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. Ja, dann machen wir es halt. Gehen wir halt. Wir brauchen den Blausaft. Mensch doch. So. So, jetzt trete ich die Tür ein. Jetzt dürfte auch der Schlüssel passen. Na, mein Gott. Verschlossen. Ach so. Was? Na, nun geht's auf einmal, oder was? Also, wenn ihr mich doch verkackeiern. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lass ihn einfach stecken. Ja, mach so. Das. Anja! Ja! Wir kommen. Radiostation? Ach so, das ist der Fluss da, wo das Radio stand früher. Das da. Achtung. Badam. Ach so. Oh, die ganzen Weg. Irgendwas ist ja immer. Herr Jemini. Du schaffst das schon, du schaffst das schon, du schaffst das Ganze. Keine Möglichkeit, vorzusitzen. Es ist schon so spät und wir sollen noch denken. Naja, ich finde, wir machen uns gar nicht so schlecht. Diesmal. Ja. Wer weiß, wie es beim nächsten Mal wird, oh Gott. Anja! Wir kommen dann mal. Doch. Hallo! Schon. Kling, kling. Klingeling. Klingeling. Kling, kling. Extravagant. Ja, immer noch. Ja, das heißt, du bist noch nicht weiter. Moin, Anja. Willkommen zurück. Wir brauchen was gegen Zwergenschnupfen. Der Zwerg ist krank. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbonbon. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Oh, sie kommt mit? Oh, sehr süß. Was, das ging ja schnell. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ganz schlimm. Aber keine Sorge. Aber Pfeife rauchen, der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Sehr verantwortungsbewusst. Jerry, hilfst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Oh je. Na klar. Nimm dieses Rezept. Sagt er es auch noch so. Ja. Yeah. Ja. Die hätten ja auf dem Weg mal Plato die Briefe geben können mit dem... Gesundheit. Gesundheit. Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blau. Mein Gott, das wäre dann Punkt 1 auf der Liste. Na komm, jetzt Steiger, haben wir die Welt schon mal weg und es ist los. Nu wieder auf die Beine kriegen. Nee, aber ich meine für unsere Feier. Aber nichts wie zurückgerollt. Ja, und die Einladung haben wir ja auch schon. Stimmt, die Einladung haben wir auch schon, aber Essen fehlt noch. Vielleicht gibt uns das ja dann Anja, weil sie Mitleid mit uns hat. Na, dann mal raus mit dem Rezept. So. Um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Pfeffer? Fischschuppe? Fischschuppe? Mach mich nicht schwach. Ich würde mal sagen, wir müssen irgendwie... Da Fischen ist doch weg. Wir gehen jetzt nochmal zum Fischen gucken. Kann ich meine Maus bitte wieder haben? Dankeschön. Na, oder halt da, Gott, wo Plato steht, wa? Einfach mal anklicken? Nee, ist doof, ne? Ich bin falsch gegangen. Ich muss doch da oben rauf, ne? Dahin.
Wenn das hilft, ja. Oh Gott, ich brauche eine Fuschschippe. Eine Fuschschippe. Aber ja, oh auch Gott, keine, aber hier ist doch nichts. Was hängt denn da für ein Zettel hinten? Haus zwischen Zweigen? Keine Ahnung, da hängt eine Nachricht an der Tür. Bin auf großer Forschungsreise über die Gewässer dieser Erde. Erwartet mich in 3 Monaten zurück. Liebe Grüße, Spitzweg. PS, zu meiner Rückkehr würde ich mich sehr über Anjas vorzüglichen Kürbiskernkuchen freuen. Hm, ich ahne Schlimmes. Oh nein! Wo kriegen wir denn jetzt eine Schuppe her? Geh einfach mal da lang, also einfach den Fluss entlang sozusagen. Oh nein! Ich finde das gerade furchtbar! Da! Sieht aus, da, als ob diese Steinäugen. Ja. Das ist ein Stein. Verdammt. Geh mal weiter, es ist noch nicht das Richtige. Oh nein! Oh nein! Nu! Nein! Was war das für ein komischer Klumpen eigentlich da oben? Weiß ich nicht, den will er nicht. So. Da hast du. Nimm hin. Gib uns eine Fischschuppe. Kannst du das für mich ausliefern? Das würde ich gerne tun. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Ja, das wissen wir auch. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Hm, müssen wir es noch behalten. Schade. Bing! Ein Aufkleber. Nein! Die Jule da, die hat Adleraugen, ich sag dir das. Sticker. Hümmelchen. Kleines Hümmelchen. Hummel, nascht gern Süßes. Zähneputzen nicht vergessen. Oh Gott, es ist so niedlich. Ach Gott, nee. Fischschuppe, oh nein. Oh nein. Zurück um zu den Zweck Igeln? Zu heilen, braucht eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Wo kriegen wir denn jetzt diese Fischschuppe nur her? Da geht's zu den Feldern. Nee, also mal sehen, wir haben den abgetrieben, ne? Ja, wir haben den ohnmächtig gemacht. Müssen wir das Kaffeezeug jetzt? Ach nee, das ist ja, macht ja auch müde. Niedlich, so eine Idee. Vielleicht bei den Igeln? Eine Fischschuppe. Da, was liegt denn da? Ich hab's auch gerade gesehen. Ein schnell dahinten. Nee, ist Wasser. Man guckt jetzt alles irgendwie an, was könnte eine Fischschuppe sein. Ein Stein, könnte eine Fischsuppe sein. Heute gibt's Fischsuppe. Sprich doch mal so eine Maus da an. Yeah. Was so viel Schuppe? Wieso muss ich eigentlich hier draußen? Gib Schuppe. Willkommen im Maus. Dein Freund mit den Roten. Hier ein Gut bleibt liegt. Die Krähen kreisen. Müssen wir die Schleuse wieder hoch tun? Hallo? Wie? Was? Keine Ahnung, ich frag nur. Dich ist so eine Idee. Dich können wir gleich probieren. Hat da jemand was gesagt? Ich glaube für. Dich machen wir jetzt mal. Das ist ja wichtig. Wenn das die Lösung ist. Nee, dafür, wieso sollte denn der Fisch? Ja, dann kommt der Fisch aber wieder. Oh nee, Kollege, wisst ihr? Das muss doch wieder hoch. Da hängt ein. Nee, das wollte ich doch nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Irgendwie am Holz auch nicht, wahr? Oh, Menü. Zurück. Wie
sind wir. Okay. Wir sind der richtige Typ. Was ist denn das für ein Blümchen? Das ist kein Blümchen, das ist auf der Statue drauf. Und wenn ich... Angel doch mal, du Depp. Keine Ahnung, Kaffee da reinkippen? Aber unser Kaffee ist mit Baldrian versetzt, das wird also auch nix. Er reagiert auch gar nicht auf den Bach. Dann ist es hier wohl nicht. Och Mann. Und in der Apotheke? Tja, gute Frage. Dann müssten wir irgendwie die Maus ruhig stellen, damit wir da überhaupt rankommen, oder? Na, ich weiß nicht. Gib doch erstmal Anja die anderen beiden Sachen. Vielleicht hat Anja auch die Fischschuppe. Entschuldigung. Naja, Versuch macht klug. Baldrian-Tropfen, so die hatten wir ja schon. Kräuterpilz. Schicker Pilz. So wie es da riecht, sind... Kann ich ihr das denn schon geben? Warum nicht? Extravagant. Oh. Nee, wir sind schon weiter im... Gut, weiter im Text. Willkommen zurück. Das brauchen wir für die Zwergenmedizin. Jo. Aber es fehlen noch Zutaten. Ach so, also muss ich das... Ach so, warte mal, was war das? Das und Pfeffer? Die behalte ich besser. Kann ich das nicht kombinieren? Die behalte ich besser. Nee, will er nicht. Das brauchen wir für die Zwergenmedizin. Ja, aber es fehlen noch Zutaten. Oh, Manno. Hat er da eine Fischschuppe... Guten Tag, mein Freund. Ich muss dann mal weiter. Aufpassen und denken. Was ist mit der komischen Maus da? 103.5. 5. Mann, ich will jetzt eine Fischschuppe. Maulwurf am Mittag. Ja, bla. Mann, Anja. Oh. Wegen der Zwergenmedizin. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus aus dem Wurzelfett. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Ja, wir und uns für das. Ups. Bis später. Ach, Mann. Pass auf dich auf. Fischschuppe. Wo? Wie? Wann? Wieso? Gehen wir nochmal zu den Igeln. Ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Gehen wir nochmal zu den Igeln. Vielleicht liegt die das da rum. Okay. Gut. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja, wir wissen Bescheid. Fischschuppe! Wo muss ich denn nochmal längs? Hier? Ja. Da kommst du zwar erst zu den Kirchmaus-Quatschköpfen, aber da wird's was werden. Ah, dieses Ding da! Ja, aber das ist keine Fischschuppe. Wir suchen erstmal die Fischschuppe. Fischschuppe. Vielleicht kriegen wir die noch nicht. Meinst du, die haben eine? Die sind nicht Möbelbaum. Nee, ich dachte, das liegt hier vielleicht irgendwo rum. Wir haben noch sehr viel. Wir müssen Pass aber. Ja. Klopf, klopf. Knock, knock. Seltsam. Haben Sie vielleicht eine Fischschuppe? Okay, wir kommen bei dem Plato nicht weiter, weil es noch schneit und die Pilze noch nicht groß genug sind? Nein, den behalte ich. Wozu auch immer. Und wir kommen bei dem Rezept im Moment nicht weiter. Wir müssen bestimmt bei dem Rezept weiterkommen, oder? Ich glaube auch. Hier blubbert doch irgendwas. Versuch mal da zu hängen. Wie er so vor sich hin plätschert. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Du bist ein Stinker. Ein Feigling bist du. Eine feige Socke. Wo fließt denn der Bach noch lang? Bei Plato?
da an der Schleuse, wo wir waren, die nicht zugeht. Ich weiß es nicht. Und vor dem Haus der Zwerge, also auf der anderen Seite bei den Löwenzahnsachen, die jagen auch nichts weiter rum. Nee. Spinne. Na gut, wir strengen mal unseren Grips noch eine Runde an. Die Folge ist eh zu Ende. Genau. Und dann sehen wir uns das Rätsel in der nächsten Folge. Genau. Bis dann. Tschüss.